Habe ich Story gefunden? Ich weiß es noch nicht. Story-Chan und ich versuchen uns noch. Die Musik ist schön. Ich möchte gerade mal anmerken, dass ich die Musik gerade wirklich sehr schön finde. So. Ach ja, es ist Steinsalz. Ich hätte bedenken können, dass es um den Poltergeist geht. Steinsalz hilft besonders gut gegen Geister. Also für jeden, der auch mal Poltergeist-Probleme hat, Steinsalz anschaffen. Hält sie nicht auf, aber verletzt sie wohl. Laut Timothy Winchester. Und ja, das wird noch so oft kommen in diesem Let's Play, einfach weil es so passt. Und auch wenn es nicht geplant war, ich werde diese Parallelen immer wieder ziehen und es ist mir egal. Falls sich da schon irgendwer drüber aufgeregt hat. Deal with it. Was war das jetzt? Das klang endlich mal spannend. Davon hätte ich bitte gerne ein bisschen mehr. Das klang gerade sehr spannend. Ich möchte bitte... Ich möchte da bitte mehr von haben. Wenn ich heute ruhiger bin, dann kann es aber auch einfach daran liegen, dass ich wirklich todmüde bin. Warum spielst du denn dann überhaupt? Das weiß ich auch nicht. Ich die Hoffnung hatte, dann wach zu werden. Das ist aber eine blöde Hoffnung. Ja, das merke ich auch. Also halt die Klappe. Zwiegespräche mit mir selber. Zeit, ja. Oh, was ist das denn? Den nehme ich mir aber so vor. Das war sehr spannend. Das war doch jetzt wieder ein Werwolf, oder nicht? Alter. Warum versuche ich es eigentlich noch? Warum versuche ich es eigentlich noch? Ich weiß es selbst nicht. Nein, nein, dahin. So. Auf der Seite wird das dann schon schwieriger, weil hier kann ich gerade gar nichts bewegen. So. Da-dam, da-dam. Oh. Gar keine Zusammenschnürung? Ach, das ist ja herrlich. Plupp. Und dafür haben wir wieder ziemlich viele Ecken, die wir freispielen müssen. Was ich jetzt auch nicht unbedingt schön finde, aber... Was soll's? Wer hat gesagt, dass das schön wird?
Aber ich habe 3 Leben. Wo auch immer die herkommen. Habe ich. Ach ja, ich hatte irgendwann mal wieder von vorne angefangen, ne? Weil ich gesagt hatte, es lohnt sich nicht, weil ich eh nur noch dieses eine Leben habe. Und ja, genau. Ich erinnere mich. Da sind Dinge passiert. Ich habe mich extrem über diese Dinge geärgert, aber... They're gonna happen. Und frage mich bitte nicht, warum ich so viel Englisch rede, ich weiß es nicht. Das wahrscheinlich bin ich auch schon verflucht. Okay, das Ding ist aber voll, alles klar, da muss ich da schon mal nicht so sehr drauf achten. Hört doch mal auf hier schon wieder, jetzt rührt da schon einer wieder mit den Dingern rum. Das ist... Ach nee, das war eine Hexe, wo... Ne? Das ist eine Hexe, wo das letzte Mal so viele Dinge rumgerüscht wurden. Ich weiß es auch schon nicht mehr. Too much übernatürlicher Kram. Okay, hier oben haben wir auch noch ein paar. Nein, du solltest da hin. Da hätte ich jetzt gerne was zu gesehen. Also war ich jetzt entweder so fixiert, dass ich da nichts gesehen habe, oder war da auch einfach nichts, was man hätte sehen können, sehen dürfen. Ja, jetzt krieg ich hier oben schon wieder nichts. Dich kriege ich aber bewegt. Dich kriege ich auch bewegt. Dich auch. Warum liegt hier jetzt kein Stein? Das wäre so schön, wenn da ein wenig Stein liegen würde. Okay, ich habe auch nicht mehr so ganz viel. So, jetzt krieg ich dich aber wenigstens schon mal. Gerade ist es echt ein bisschen schwierig. Besonders wenn meine Zeit wieder anfängt wegzurennen. Und ich habe noch zu viele. Komm, ich brauche Zeit. Jetzt bin ich aber echt raus. Ganz ehrlich. Dämonen-Colt? Reden wir hier von dem Colt, hinter dem Sam und Dean zig Folgen her sind? Von einem Samuel-Colt hergestellt, irgendwann 1800 Schwarzbrot? Und wenn das so ist, dann möchte ich mich jetzt bitte beerdigen gehen. Wie siehst du doch.
So, das ist doch... Dämonengold. Ich mach das gleich aus. Dämonengold. Ist Engelsschwert. Beim Engelsschwert, da klingelten ja schon sämtliche Alarmglocken. Aber Dämonengold... mit einem Schuss wirklich vernichten kann. Ja. Ich trage Erinnerungen daran in meiner Seele. Und meinen lieben Crowley. Er zwar ein Arsch war. Mein Liebeswert. Wer bringt ihn um? Lucifer. Weil Lucifer ein noch größeres Arsch ist, das einfach nichts anderes zu tun hat. Hör auf, da hinten rumzuschreien. Das ist gerade meine Aufgabe, hier rumzuschreien, okay? Also ehrlich, beim Engelsschwert hätte es schon aufhören müssen. Ich schon sage, das geht nicht. Das ist... Da hätte ich das... Da hätte... Da hätte die Sache vorbei sein müssen für mich. Ja, ich rede schon wieder nicht, ne? Ich bin... Der Dämonenkult hat mich gerade einfach... Der hat mich weggeballert. Der ist... Das ging gerade... Oh, wie kriege ich denn jetzt diese blöde Kack-Sonnenblume da weg? Die geht mir gerade auf den Zeiger. Okay, so kriege ich sie da weg. Jetzt habe ich den Stein liegen. Macht die Sache aber so viel besser. Was ich jetzt mache, habe ich da Salz liegen, okay. Salz! Danke. Eigentlich, ich muss gerade sagen, ich bin gerade hin und her gerissen zwischen Fangirling und Entsetzen.
weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wo das hin. Ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Ich weiß noch nicht, wo er es hinführt, aber lassen wir uns mal. Was passiert hier gerade? Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich sehe das Ganze noch sehr positiv und sage, ich lasse mich. Das ist. Ich weiß noch immer noch nicht, warum wir jetzt wie Sam und Dean jetzt machen, was wir machen, aber. Vielleicht erzählt sie es mir ja irgendwann nochmal. In so einer ruhigen Minute, wo ich sage, weißt du was, mit Victoria, wir sind Freundinnen. Wir können uns unterhalten. Das ist alles voll okay. Ich verstehe dich. Und so. Gespräch unter Freundinnen. Eines Tages vielleicht mal. Finde ich voll cool. Weil ich fand, du warst eigentlich voll die coole Socke mit deinem Vibrator im Kleiderschrank. Da warst du mir voll sympathisch, weißt du? Gerade weiß ich noch nicht, wo wir beide hinlaufen, wenn wir spazieren gehen, aber das kriegen wir ja noch raus. Nicht, Vicky, wir beide. Wir sind Best Buddies, Alter. Wir sind durch dein Haus gelaufen und haben Clowns verjagt. Und offensichtlich hat dich das so beeindruckt, nachhaltig, dass du gesagt hast, Mensch, das möchte ich jetzt beruflich machen. Oder ich weiß es doch nicht, du hast es mir noch nicht verraten. Irgendwie ist ja auch deine Familie tot, sagtest du. Irgendwie ein Poltergeist scheint deine Familie auf dem Gewissen zu haben. Ich möchte wissen, warum, Victoria. Als ich dich verließ, da ging es deiner Familie noch gut. Ich bin mir nicht mal mehr so sicher, ob das wirklich ein Poltergeist war. Will da nicht vielleicht selbst unsere Finger mit im Spiel? Der voll der Plot-Twist. Das wäre der geilste Plot-Twist ever. Eigentlich sind wir die ganze Zeit die böse Bitch. Das wär's doch. Boah, würde ich das feiern. Um ehrlich zu geben, ich glaube, das würde ich so feiern. Aber wahrscheinlich bin ich damit alleine, weil ich mag sehr seltsame Sachen von daher. Will ich mir nicht ein, dass es auch andere Menschen geben würde, die solche Dinge irgendwie ganz spannend oder interessant fänden, aber ich fände das wäre Bitch-Move, Alter. Vom Allerfeinsten. So storytechnisch einfach so BÄM und du bist eigentlich die ganze Zeit und das im Haus, das war ein Ritual und wir wollten den Clown haben und die Geisterkinder, denen haben wir eigentlich auch gar nicht geholfen, sondern eigentlich haben wir die voll gequält und eingesperrt und whatever. Und sowas wird aber keiner machen, weil kein Mensch nicht vorhandene Happy Ends mag. Da bin ich irgendwie einfach so eine aussterbende Spezies. Ich mag meine Geschichten auch dann immer noch sehr gerne, wenn sie halt nicht mitnehmen und alle lebten friedlich bis an ihr Lebensende ausgehen, sondern halt einfach auch mal scheiße ausgehen. Dass man sagt, hä? Bitch, was war das? Und dann kriege ich immer voll die Hassnachrichten, weil die Leute sagen, hallo, wo ist mein Happy End? Und ich sage, ist nicht. Happy End ist was für ein Loser. So. Like a pro.
Wollte ich mal gesagt haben. So viel dann auch mal zu der Geschichte mit meinen Geschichten und meinem Happy End. Da gibt's nicht. Keine Geschichte hat wirklich ein Happy End. Die sind so selten. Dass es wirklich mein Happy End gibt, ist einfach sowas von unwahrscheinlich. Findet euch damit ab. Ich gehöre einfach zu der Kategorie blöde Schriftstellerin, die Dinge schreibt, die andere nicht lesen wollen. So. Und die nur dann ein Happy End haben, wenn ich da Bock drauf habe. Meistens endet das bei mir in einem Bad End. Auch wenn ich es gerne... Oder was ich auch liebe, sind so Happy Ends mit so ganz, ganz miesen Beigeschmack. Die dann so, ja, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Aber eigentlich haben sie es nicht verdient oder so. Werden wir eigentlich gerade von denen verfolgt, die wir schon besiegt haben? Das war jetzt schon wieder dieser dusselige Werwolf. Was will der immer von mir? Kann er bitte mal wegbleiben? Geht mir so dezent auf die Eierstücke. Blablabla. Sie redet zu viel, weil sie nicht weiß, was sie tut. Und darin sind die meisten Menschen leider viel zu gut. Weil sie nicht wissen, was sie tun, bauen sie nur Müll. Weil hier unten sich keiner so bewegt, wie sie das will. Jetzt hängen wir hier schon wieder fest. Ist das euer Scheiß Ernst? Ach, Manno. Was kann der Colt denn Schönes? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Wie ich eigentlich dauernd irgendwelche Dinge nicht mehr weiß. Aber wenigstens musste ich... Was? Level 55? Level 56? Level 55? Ernsthaft, wie viele Level gibt's denn da? Ich habe keine Peilung. Ich bin immer noch nicht... Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich finde den Hintergrund schon wieder sehr spannend, aber ich kann ihn schon wieder nicht identifizieren. Wo kommen wir denn nach Kansas? Nein, ich sollte aufhören. Ich wollte das nicht mehr machen. Es tut mir sehr leid, Wiz Games. Ich mache das nicht mehr. Aber ernsthaft, der Colt, der war... Das war zu viel. Den Colt, das musste ich einfach bringen. Was wäre das denn gewesen? Wenn ich das nicht getan hätte. Das wäre sehr merkwürdig gewesen, glaube ich. Oh, nee, davon, okay, alles gut. Habe ich eigentlich theoretisch genug? Praktisch, kann man die natürlich trotzdem sammeln. Was kriege ich jetzt eigentlich? Ich habe ja jetzt da unten alles voll. Bringt das überhaupt noch mehr Punkte sammeln? Ich habe ja eigentlich gar keine Wahl, ne? Das passiert ja irgendwie so ganz von alleine. Ich muss ja immer noch mal gucken, wie ich da und da unten hinkomme. Ja, das ist alles noch nicht so ausgefeilt. Meine Pläne. So, dann habe ich den weg. Den muss ich da auch noch wegkriegen. Ah, ist das alles so kurz hin. Jetzt wird das alles, fängt das alles an, so verwinkelt zu werden, sodass man vorne und hinten nicht mehr weiterkommt. Ist natürlich das, was man erreichen will. Jetzt habe ich gerade meinen Kirchturm geholt und ein wenig zusammengezuckt. Ich dachte
Licht. Oh Gott, wie spät ist das denn jetzt schon wieder? Ich hätte das Salz, nehmen sollen. I don't know. Warum rede ich Englisch? I don't know. Dinge, die passieren. Und ich quatsch mich mal eigentlich, also der Witz ist tatsächlich, eigentlich quatsch ich deutlich mehr, wenn ich müde bin. Und das liegt jetzt nicht daran, ne, also wer jetzt sagt, bitte konzentriert sich auch nicht. Doch, ich konzentriere mich, voll. Das ist der Witz an der Sache. Ich bin hochvoll konzentriert hier und krieg aber trotzdem nichts. Aha, das war mal so ein kleiner Platzeknoten, der war mal ganz wichtig. So, dann kannst du da hoch. Wenn ich jetzt noch irgendwie und hier. Das ist... Nee. So, was passiert denn mit so einem Engelschwert? Da sind jetzt Dinge passiert. Da sind schon mal sehr viele Dinge passiert. Irgendwie, aber, wahrscheinlich bin ich das wieder, die einfach nur keinen Zusammenhang erkennen. Ich mache lustige Sachen. Ich habe bald nur noch die Zeit dann, ne? Also der Rest hier rennt gegen mich. Weil ich hier jetzt auch nur Zeit sammle. Das ist ein bisschen ungeschickt. So, dann habe ich dich weg. Sehr nett. Ich möchte den da unten aber auch weg haben. Fuck. Scheiße. Alle anderen habe ich, nur das da unten kriege ich nicht gepeilt. Das kriege ich nicht hin. Nein, oh Gott, so. Das hätte sonst gleich den Krach meines Lebens gegeben mit mir selber. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich den da wegkriege. Mir läuft die Zeit davon. Meine Zeit, sie rennt, und sie rennt gegen mich. Vor allen Dingen, weil ich da so viel Zeit nachlegen kann, wie ich will, fürchte ich. Das wird mir nicht helfen. Ich komme da unten nicht hin, nicht ran, nicht runter, nicht... Scheiße. Ich fürchte, das Level muss ich nochmal machen. Ja, ich habe auch schon voll überzogen. Scheiße. Ich komme. Wenn ich weiterkommen würde. Aber an den... Ich komme an den nicht ran. Ja, komm. Ihr wisst, wohin das, wo das enden wird, ne? Ich werde jetzt sterben, weil, es fing so gut an. Aber den da unten, ich krieg den nicht weg. Okay, wir sehen uns gleich nochmal, wenn es neu gestartet wird.